Halli, hallo, Hallöchen. Hör auf zu laggen. Dankeschön. Heute zeige ich euch mal was anderes. Und zwar wollt ihr euch mal ein ganz normalen Growth-Bild zeigen. So. Gibt zwar die neue Unit, ne? Aber hey. Interessiert keinen. Honeyflower Start mit Growth im Classic. Ziemlich stark. Und ihr habt die Bienen, die ihr dann auf Wave 2 davor setzen könnt, um die Dragon Turtle. Die Dragon Turtle haltet ihr nicht, aber ihr könnt mit diesem Start richtig krass viele Worker geben. Und ihr habt quasi auch alles, was man braucht. Ihr habt Pierce Damage, ihr habt was gegen 10, ihr habt gute Tanks, ihr habt alles dabei. Dann bin ich schon ready? Jetzt bin ich ready. So. Tja. Wie läuft's? Wie steht's? Wie geht's? Ach ja, ich wollte mal nachgucken, was die Kommentare sagen, aber glaube ich relativ wenig. Schauen wir mal nach. Kommentare nicht beantwortet. Mach mal Ranked vielleicht im Wechsel. Alles klar, morgen nächstes Mal Ranked. Alles klar. Kriegt ein Like, Mirko. Und Carlson Bracker möchte auch Ranked. Alles klar, kriegen wir hin. Je nachdem, wie lang das. Haben wir einen Cent bekommen? Wir haben ein bisschen mehr bekommen. Das ist der fünfte Worker. Lecker Schmecker. Und Einweg Impact. Eigentlich. Spiel Ranked, wenn du Bock hast. Spiel Classic, wenn du Bock hast. Genau so sieht's aus. Kevin Lies, Tobias, ihr seid einfach. Alles klar, aber hauptsächlich sieht's nach Ranked aus. So, jetzt setzen wir zwei Bienchen davor. Das hält, also die halten lang genug, dass die Honeyflower genug Schaden gemacht hat. Dann müssten wir gegen drei, müssten wir dann, glaube ich, nochmal zwei dazusetzen können und dann trotzdem einen sechsten Worker gehen. Ich glaube sogar einen siebten, oder? Ne, mit dem Gargoyle könnte ich einen siebten gehen. Wenn er jetzt. Mal gucken, ob er schickt. Schickt er? Er schickt nicht, aber mir schickt ja Rot. Rot ist AI abnormal. Und der ist eine Sea Serpent. Ja, 210. Der hat keinen Worker. Okay, ich nix. Ihr seht, die Basis haben lang genug gehalten, um hier die Honeyflower zu beschützen. Wenn jemand liegt, schaffe ich noch eine Snail? Ich schaffe keine Snail mehr, ne? Siebter Walker oder halten? Könnte ja sein, dass er mir eine Dragon Turtle schickt, ne? Naja, wir gehen lieber nochmal zwei Bienchen. Oder drei? Gehen wir drei Bienchen? Ja, wir gehen drei Bienchen. So, dann können wir hier nach jetzt nochmal einen Walker gehen. Na, gib mir den siebten Walker Boy. Early, viele Walker, das ist was man will. Ha, wusste ich's doch. So. Und das müssten wir eigentlich halten, weil die Dragon Turtle ziemlich auf den Sack bekommen von den Buzzes. Und die Honeyflower bis dorthin alle Froggos wegklärt, ne? Ja? Oder liegen wir die Dragon Turtle? Ich glaube, ich lieg die Dragon Turtle, ne? 10. 9. Oh, das wird knapp. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott, kommt hier. Oh, easy clear. Achter Walker. Kenn ich nix. Gib mir den Walker. Also versprochen, nächstes Mal wieder ranked. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade aktuell so viel Classic spiele, aber ich habe so ein. Warum sind meine Einheiten. Ach, die zeigt. Oh mein Gott, es zeigt jetzt an, wenn Einheiten sterben. Das ist ja insane. So, wir wollen gleich einen Ranger. Und zwar hier. Hier einen Ranger. Einen Ranger und einen Wildroom. Das
heißt, wir könnten noch einen neunten Walker gehen. Lecker. Also ich glaube, dass wir die Wave haben. No doubts. Lizard, das ist okay. Das ist gut sogar. Honeyflower, oh, ich liege, ne? Oh mein Gott, ich liege hart. Ei, 78%. Und ich bin 9. Woche gegangen, ne? Ist doch dumm. Ja. Tja. Keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Aber ich dachte tatsächlich, ich halte. Ja, gut. Gehen wir eine Consort. Ich glaube, wir gehen eine Consort. Ja. Hier. Die tankt dann den King. Und die macht auch richtig viel. 180 Magic Damage, ja. Tankt dann für die Honeyflower. Honeyflower kann schön Schaden machen. Wir sind nur auf 315 Level, das ist sehr wenig, ja. Ah, das kommt daher, dass ich den 9. Walker gerade gegangen bin, ne? 60er Cent, Dragon Turtle. Consort hat ein bisschen Leben. Solange ich den King kriege, bin ich zufrieden. Ja, den King habe ich, ne? Nein, ich liege, oh mein Gott, 100%. Der King hat 26 HP. Oh, ich bin raus, Jungs, ich bin raus. Gut, dass ich eins zum Warmspielen gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich jetzt so ins Rank gesprungen wäre, wäre das ein ziemlicher Hardend geworden. Ziemlich am Hardenden bin ich gerade. Sodele. Ein Wildshroom. Hier so. Und noch eine Bass. Aber wo gehen wir die Bass? Hier vorne, ja. Und gegen 7 gehen wir noch einen Wildshroom auf der linken Seite. Und einen Ranger. Double D-Shuttle, 80er Cent, ist okay. Ah, das ist die Brute. Ah, die Brute. Die Brute tut gut in dem Fall, ne? Ich meine, ist mir egal, mit der Honeyflower. Und. Ah, das sieht wieder nicht gut aus, ne? Ne, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Eieiei. Ah, ich bin so hart raus. Ich bin auch so hart underway. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich gehe schon die ganze Zeit Value. Aber die Lioness hält das, glaube ich, nicht, ne? Nee. Hehe. Magic Damage kommt anscheinend gut an. Dann kriegt er den Drachen, wenn es reicht. Oder. Nee, Dragon Turtle. Dragon Turtle. Es reicht noch für den Wildshroom. Das ist ja mega cool, dass sie jetzt anzeigt, welche Einheiten überlebt haben. Das habe ich nicht mitbekommen. Noch ein Wildshroom, jetzt haben wir 50 Gold, das wäre ein Worker. Aber ich möchte ja halten. Aber ich halte eh nicht. Deshalb gehe ich den Worker. So. Schaffe ich noch eine Dragon Turtle? Tatsache, ich schaffe noch eine. Dann einmal so. Oder wir gehen auf der nächsten Wave. Ja, ich gehe auf der nächsten Wave, zwar Dinos. Erfordert sich bestimmt. 80er Cent, zwei Lizards, der liegt mich wieder. Das sind viele Honeyflowers. Das sind echt eine Menge Honeyflowers. Aber da freut er sich ja richtig über Double Dino, ne? So, 68, ja, ich bin halt richtig hart raus. Aber das sieht auch so aus, als würde er liegen. Da liegen sogar deutlich mehr. Ah ja, die liegen alle. Aber das ist natürlich lecker. Eieieiei. Ist mein Mikro an? Gott sei Dank. Huh, wie geht's dem Coronavirus? Das war, als ich, also, ne? Rasten ja gerade komplett alle Menschen aus.
Ich war letztens beim Penny. Ich hatte jetzt Bock, ich wollte mal Pizza wieder selber machen. Nicht möglich. Es ist nicht möglich mehr in meiner Umgebung an Mehl zu kommen. Das letzte Mal, dass ich volle Regale mit Mehl gesehen habe, ist schon tatsächlich etwas her. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch eine Drang Turtle. Ich schicke noch eine Drang Turtle, weil wenn der Dino läuft vor und die Drang Turtle dahinter, die kriegt weniger Schaden von der Honey Flower. 246. Ich werde jetzt Buzzes verkaufen, um genug Value zu kriegen, um auf eine Bank zu kommen. Und die setze ich hier hin. Und jetzt haben wir die 8 Safe mit Undervalue und können hier nach eine Death Cap gehen. Dann haben wir die 9 Safe und dann geben wir Ranger gegen 10 und haben die 10 Safe. Und wir haben Giant Snare, das ist natürlich lustig. Noch eine zweite Drain Turtle. Oh, ich habe. Nee, ich double. Ja, genau. Zweite Drain Turtle. 144 Income, ist okay. 120er Cent, da kann man tatsächlich sogar noch einen Worker dazugeben. Ja. Er ist ein Gral gegangen. Ah, die Lioness ist schon mal weg, das heißt, er hat keinen Pierce Damage mehr. Jetzt geht die Honeyflower ziemlich schnell sterben und der Pilgrim schafft da jetzt auch nichts mehr. Zzzzt. Durchrasiert, Bruder. Ja, er liegt auch. AI ab. Bitte was? Was? Ich habe mit einer Bank geleakt? Hä? Was ist da passiert? Eieiei. Ja, das ist. Ist das GG? Also. Ist mein Team so abnormal gut, dass wir die jetzt einfach kaputt gemacht haben? Also. Ne? Danke. Death Cap. Lego. Aber warum hat die Bank das nicht gehalten? Habe ich irgendwas verpasst? Wurde die genervt? Nee. Ha. Äußerst merkwürdig. Mal Redrum, mal gucken, was wir kriegen. Katze bringt mir jetzt auch nichts mehr. Sandbatcher ist. Nee, auch nicht interessant. Obwohl doch mit dem Antler ist das sehr interessant. Da brauche ich keine Basis mehr. Tempest bringt mir auch nichts. Poliwog auch nicht. Poliwog Tempest würde mir was bringen, aber das ist dafür jetzt schon zu spät. Das ist ein Hermit. Ja, gut, meine Death Cap hat keinen Butcher-Buff, ne? Das merkt man schon. Aber eigentlich müssten wir das jetzt haben, weil die Death Cap, schaut euch an, wie viel, wie die Carapace wegschmilzt. Wegschmelzen tut. Weggeschmelzt haben wird sein, gesagt haben. Oh, ich halte mal wieder. Yay! Ranger in Kombination mit Buzzes, übrigens sehr lustig, weil sie jetzt diesen Buff drauf machen, dass Einheiten Bonus True Damage machen. Ich durfte nicht mehr schicken, das ist interessant. Wir gehen zwei Ranger. Eine Daphne. So, ich glaube, die wird zuerst zur linken Seite laufen. Gehe ich noch eine, weil ich keine Basis mehr habe. Genau. Die hier macht nämlich das hier. Ein Schaden mehr. Bis zu 10 Mal. Und die hier machen Bonus Pew Damage. Ziemlich lecker. Kann man mal machen. Die stehen ein bisschen weit rechts. Das gefällt mir nicht. Bitte mach zuerst die Bank kaputt. Nicht den Wald schon. Der läuft gleich zur Daphne, ne? Das ist nicht gut. Das Ganze gar nicht gut. Also wenn das Ding jetzt fällt, während die Bank das noch tankt, dann ist das okay. Aber aktuell sieht's. Obwohl, ich glaube, das ist sogar gut, ne? 4, 3, ich lieg das. Eieiei. Belastan. Aber das ist, glaube ich, GG. Ich glaube, das hält der nicht. Obwohl, der hat eine Menge Ranger stehen und eine Daphne. Obwohl, da sind zwei. Könnte GG sein. Das sind viele Antler. Aber halt auch viele. Also zwei Kings ist halt schon deftig. Ja, ein King haben sie bekommen, aber der macht, glaube ich, den Rest jetzt. Der macht den King jetzt fertig. 4, 3, 2, 1. GG.
Habe ich definitiv nicht getragen. Tut mir leid, falls ich war. Bis zum nächsten Mal.